Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil Part 17. Und ja, ich habe gerade irgendwie einen Druck auf dem Ohr. Okay, jetzt geht's wieder. Nee. Hallo Daniel. Hallo? Okay, jetzt geht's wieder. Oh, es donnert. Nee, irgendwie, ich höre gerade nichts mehr auf dem linken Ohr, also wird ein bisschen schwierig. Aber okay, auf jeden Fall. Ja, hallo, ich bin Jill. Wie geht's dir? Okay. Ganz ruhig, Daniel. Es wird alles gut. Ich bin gerade geistig verwirrt, wie immer eigentlich. Auf jeden Fall, in diesem Part, musste ich jetzt nochmal. Ich wollte eigentlich was anderes machen. So, ich habe jetzt nochmal versucht, diese Schlange da zu finden, diese riesige. Ihr wisst schon, wo ich in den letzten Parts gegen die gekämpft habe. Das regt gerade so auf, dass ich auch nichts mehr auf dem linken Ohr höre. Das ist gerade irgendwie ein bisschen verwirrend, aber okay. Auf jeden Fall habe ich die nicht gefunden und ich bin fast gestorben. Ja, wunderschön. Jetzt habe ich keine Heilung mehr, gar nichts. Und jetzt geht's aber auf jeden Fall weiter. Ich dachte mir einfach, scheiß drauf. Ich brauche halt diese zwei Bücher, weil wenn ich die Schlange besiege, bekomme ich noch so ein blaues Buch. Ich habe nur das rote, ich brauche aber beide. Und es ist halt ein bisschen kritisch. Aber jetzt dachte ich mir, spiele ich einfach so weiter, weil ich habe jetzt diese Dinger hier gefunden. Und zwar muss ich das Ding hier aufmachen. Moment mal. Okay. Prüfen, genau. Und irgendwas ist da drin. Ha! Siehe da! Da fällt irgendwas. Ein Familienfoto und Notizen. Wunderschön. Scheiße, ich hab was vergessen. Fuck! Auf der Rückseite steht etwas geschrieben. Hallo, ich bin der Peter, ich bin 37 Jahre alt. Und ich bin ein Mann. Okay, ja, egal. Viel Spaß beim Durchlesen. Ihr könnt einfach Stopp klicken. Der Part wird wieder richtig geil. Der wird wieder so geil. Okay, stopp. Auf jeden Fall, ich muss jetzt das andere Ding finden, weil ihr seht, ich brauche das hier. Ja? Und da brauche ich auch noch ein anderes, was in dem dann drin ist. Aber das habe ich vergessen, weil ich der Daniel bin. Okay, jetzt muss ich das erstmal suchen, also. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich darf jetzt nicht sterben. Wenn ich jetzt sterbe, dann bin ich am Arsch. Und da ist so ein Frosch. Da ist so ein scheiß Frosch. Und wenn der mich jetzt einmal schlägt, dann bin ich tot. Dann bin ich tot für immer. Ja. Was? Habt ihr gerade gesehen, wie klein das war? Wie knapp das war. Wie klein das war. Okay, Daniel. Okay, ich geb's auf, komm. Ach, scheiße, was laber ich für einen Dreck heute. So, hier bin ich richtig. Ist hier Heilung? Bitte sag, dass hier Heilung liegt. Hier liegt keine Heilung, okay, danke. Richtig cool. Aber hier ist so ein Schocker und den brauche ich. In dieser Finsternis ist nichts zu sehen. Ja, genau, chill, ich sehe doch alles. Meine Fresse, bist du blind oder was? Okay, machen wir erstmal das Licht an. Da ist ein Schalter. Drücken, okay. Ah! Und sieh da! Es werde Licht. Oh. Ja, genau, das ist das Ding, was ich brauche. Ich habe übrigens 45 Schuss mit der Pistole. Ah, das nenne ich gut. Da ist ein Kaffee. Oder ein Tee. Der Inhalt ist unberührt. Vielleicht war hier noch niemand. Noch niemand. Wieso steht da dann Tee? Chill. Da ist Fenster offen. Der ist bestimmt aus dem Fenster rausgeflogen, dachte ich so, nö. Kein Bock auf den Scheiß. Das würde ich auch gern machen, aber ich schaff's einfach nicht. Batteriepack. Ja. Und was ist hier? Eine Sammlung wissenschaftlicher Bücher. Fast alle befassen sich mit Biologie. Dann gehen wir ganz schnell raus hier. Okay, aber Moment, jetzt kann ich wieder zurück. Scheiße, aber da ist immer noch der Frosch. Ich hab Schiss. Okay, ganz ruhig, ganz ruhig. Moment, ich kombiniere das erstmal ganz schnell. Ho! Und zack, haben wir beide. Und die muss ich jetzt in die Türe da unten reinstecken, wo mal dieses gruselige Geräusch rauskam. Und dann haben wir es geschafft, meine Freunde. Jetzt, ich sollte den Schlüssel ablegen. Jetzt habe ich den immer noch, ich Vollidiot. Ah, fuck. Okay, egal. Ganz schnell, ganz schnell. Ich schaff das. Tief durchatmen, dann wird alles gut. And I was like, Baby, Baby, Baby. Oh, die Viecher regen mich so auf. Wegen so einem Viech habe ich so viel Leben verloren, ja? Das hat mich bei dieser Treppe, wo die eine Kiste ist. Ich habe keinen Plan. Ich kann es gerade nicht irgendwie nicht. Ich kann es gerade irgendwie nicht richtig beschreiben. Aber das hat mich drei oder viermal geschlagen, ja? Und deswegen habe ich jetzt so wenig Leben und keine Heilung mehr. Ist okay. Ich mein. Sorry übrigens, dass zurzeit so wenig deutsche Videos kommen, meine Freunde. Das ist jetzt gerade irgendwie seltsam so. Ich bin gerade ein bisschen unmotiviert. Das liegt einfach daran, dass ich auf ein Spiel warte. Das heißt Until Dawn. Kommt ja für die PS4 in. Was ist heute der. Der 23. Oder? Ja, am 26. kommt es auf jeden Fall raus. Und ich habe mir vorher die Special Edition davon vorbestellt. Und es wird so geil. Und das Let's Play. Und ich freue mich so drauf. Und ich bin gerade voll gegen die Wand gelaufen. Okay. Auf jeden Fall stecken wir jetzt erstmal die Dinger hier rein. Anwenden. Einmal Zwetschge. Zweimal Zwetschge.
was wohl auf der anderen Seite der Türe sein mag. Bestimmt so ein Dönerlade. Hä? Die beiden Symbole passen genau in die Tür. Öffnen? Ja. Ich hoffe einfach nur, dass dahinter Heilung liegt. Wenn da keine Heilung liegt, dann bin ich einfach am Arsch. Was ist das hier? Oh, eine Schreibmaschine. Ich kann hier speichern. Fuck. Da ist eine Truhe. Oh mein Gott. Ich habe ja noch ein Farbband. Ich lege jetzt erstmal einen Schlüssel weg, wenn den brauche ich nämlich. So. Einmal Zwischke. Okay. Und jetzt nehme ich einfach mal... Seht ihr, das Buch meine ich. Ich brauche noch ein blaues Buch, aber ich habe keins. Ich speichere jetzt. Soll ich speichern mit so wenig Leben? Ich weiß es echt nicht, ehrlich. Ich weiß es echt nicht. Ich glaube, das ist ein ganz großer Fehler. Das lassen wir erstmal. Ich gehe erstmal weiter. Guck mal, ob hier vielleicht irgendwo Heilung liegt. Aber nachher kommt hier so ein Assi um die Ecke, dann bin ich am Arsch. Hallo? Oh, das wird immer gruseliger, Alter. Alter, what the fuck, wo geht's da eigentlich hin? Hallo? Das Problem ist gerade, ich will nicht noch mal bis hierher spielen. Da ist eine Türe. Oh fuck. Nee, Leute, ich speichere. Ich weiß es echt nicht. Nein, ich weiß es einfach nicht. Fuck! Nee, ich speichere nicht. Doch, ich speichere. Doch, ich speichere jetzt. Ich glaube, ohne Spaß. Das ist der größte Fehler, den ich jemals gemacht habe. Aber ich speichere jetzt. Wisst ihr, ich habe alles nach Heilung abgesucht, aber liegt nirgends mehr Heilung. Nirgends mehr im ganzen Haus. Oder besser gesagt, das sind überall, einfach überall Zombies, ja. Überall. So, ich habe gespeichert, meine Freunde. Und ich hatte übrigens gerade Nasenbluten, ja. Hat mich so ein bisschen an den Alien Isolation Part 25 erinnert. Da hatte ich ja richtig heftig Nasenbluten. Jetzt habe ich Nasenbluten, Leute. Weil ich mir auf Fresse geschlagen habe. Oh fuck, ich habe wirklich Nasenbluten. Okay, Leute, immerhin Problem. Egal, ich schaff's da mit Nasenbluten. Das war lustig. ja, aber, naja. So ist Leben. Und jetzt gehen wir erstmal hier lang. Ich habe richtig Schiss. Irgendwas ist da. Irgendwas Brutales. Ich nehme am besten einfach mal die Schrotflinte in die Hand, man weiß ja nie. Ich habe eiskalt 45 Schuss mit der Pistole. Hätte ich so viel Schuss mit der Schrotflinte, das war schön. Aber nö. Ich spiele auf normal. Okay. Ganz ruhig. Es wird alles gut. Hallo? Oh, hier ist nur eine Leiter. Oh, eine Leiter. Eine Special Edition Leiter? Ist sie golden? Liegt da irgendwas? Ich sehe einfach gar nichts. Da geht's nur geradeaus runter, okay. Wisst ihr, ich frag mich, wer stellt die ganzen Kerzen immer so auf? So, wer macht es? In die Dachschale. Barry? Jill. You're alive. Ja. I was worried, because I thought you were... Start talking. Pack dein Penis aus. I didn't want to do it. Believe me, I can explain. Don't lie to me. Oh fuck. Sag mal, hackt's dir eigentlich? Time to talk. Jill, hand me my gun. Scheiße. Nö. Sieht so aus, hä? Als ob ich dir die Waffe wiedergebe. Du hast mich verraten. Du bist eine Missgeburt. Leck mich. I can't do that. Jill! Fuck! Oh, scheiße. Fuck. Das ist aber ein Problem. Oh, das ist Barrys Magnum. Leck mich am Arsch. Danke, Barry. Gut, dass ich ihn umgebracht habe. Okay, ne, eigentlich nicht, aber... Ja, gut. Ach, scheiße. Egal, ich nehme die jetzt einfach... Oh, scheiße, ich bin gleich tot, Alter. Hä? Wo schießen die hin? What the fuck? Oh, ich habe keinen Schuss mehr. Oh, ja, geil. Wisst ihr? Nö. Wieso hat die jetzt gerade Nebel geschossen? Was ist denn das für eine Scheiße?
Wieso stirbt das Viech nicht? Okay. Stirb! Okay, Moment. Fuck, nein! Scheiße, Alter. Okay, jetzt... Okay. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Wo ist das? Wieso stirbt das Viech nicht? What the fuck? Was ist das? Achso, das ist Familienfoto. Scheiße. Ja. Dieses Foto fiel aus Barrys Hemd, als er in die Grube stürzte. Auf der Rückseite steht etwas geschrieben. Wir haben dich lieb, Papi. Deine Töchter Moira und Polly. Fuck. Es tut mir jetzt voll leid, ey. Der arme, Alter. Oder besser gesagt, die armen Kinder. Scheiße, ich bin Mörder, meine Freunde. Ich bin Mörder. Oh. Ja, leck mich am Arsch. Hä? Aber was soll ich denn machen, wenn das Viech am Abgrund liegt? Okay. Okay, jetzt bin ich tot. Ja. Ach Mann, ey. Wunderschön. Sehr gut. Läuft alles nach Plan. Irgendwie bin ich richtig froh, dass ich gespeichert habe. Ehrlich. Jetzt mal ohne Spaß. Wieso hatte ich eigentlich so eine Missgeburtenpistole am Anfang und Barry so ein richtig geiler Revolver? Jetzt mal ohne Spaß. Was soll das eigentlich? Gleichberechtigung hier. Das soll mir überleben in so einem Psychohaus, ey. Oh, und da ist wieder der Barry. Hallo, ich bin der Jill. Ja, ja, du spast. Was, hä? Tja. Pack deinen Penis aus. Calm down. I didn't want to do it. Believe me, I can explain. Ja, okay. Don't lie to me. Tja. Mein schwarzer Freund. Jetzt bist du am Arsch. War nicht rassistisch gemeint. Einfach nur, ja. Boom. Benania! Ich bin Kolumne! Das Viech ist so eklig. Jill, hand me my gun. Ich weiß nicht, soll ich Barry jetzt vielleicht doch die Waffe geben? Nein, das ist meine. Ah. Ah. Tja, du kannst ausweichen. Okay, zu spät. Ja. Hallo. Hässliches Scheißviech. Okay. Ganz ruhig, Daniel. Ich nehme jetzt die Schrotflinte und dann fieh ich das Viech auseinander. Aber was soll denn der Scheiß? Ja. Wisst ihr, er stirbt aber auch einfach nicht. Nein! Jetzt bin ich wieder tot. Jetzt bin ich wieder tot. Ist das Viech gerade? Was ist gerade passiert? Okay, egal. Nein, das darf nicht wahr sein. Das darf einfach nicht wahr sein. Das kann einfach nicht sein. Okay, bis gleich. Ich glaube, der Part wird richtig geil. Der wird richtig geil. Vor allem, was ist denn das für ein Scheiß? Da kommt man jedes Mal ins Menü zurück. Was ist das für eine Scheiße? Wer kam auf diese behinderte Scheißidee? Tut mir echt leid. Aber wer kam auf diese Idee? Bestimmt wieder so ein... Lass mal's einfach. Okay, meine Freunde, wisst ihr was? Ich versuche jetzt einfach mal Barry den Revolver zu geben. Oder die Magnum. Mal schauen, was passiert. Kann ich das irgendwie wegklicken? Geht es? Die Pistole an Barry zurückgeben? Machen wir es einfach mal. Thanks, Jill. Geil! Der hilft mir jetzt! Barry, ich liebe sie! Ich liebe sie! Alles schon richtig geil. Okay, jetzt bin ich glücklich. Okay. Ich kann die Dinger runterwerfen. Okay, mach das mal schnell. Oh nein, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Schnell. Ja, fick ihn auseinander. Den Spaß. Komm schon. Und jetzt noch zwei andere. Wo ist das Viech? Tot?
Nee, das kommt, Alter. Alter, what the fuck? Oh, Hilfe, Barry! Oh, scheiße, ich bin am Arsch. Das war's. Das war's. Fick dich. Doppelschuss. Oh, oh. Okay, geh mal schnell weg. Okay, der ist noch, komm. Alter, wie das Vieh springen kann, habt ihr das gerade gesehen? Das war ja wie so ein Frosch. Okay, ganz ruhig. Los, Barry, mach irgendwas. Ich hab Schiss, Alter. Kann ich eigentlich ja... Wieso kann ich da nicht drüber laufen? Ist ja richtig behindert. Okay. Haha, so dumm. Hä? Hast du ein Dach, schade. Ein Rücken, du Spast. Ih, what the fuck? Was war das gerade, Alter? Das Vieh ist so abgefuckt. Oh. Ja, genau. Wisst ihr... Nee. Stirb doch einfach mal. Oh, oh. Jetzt habe ich keinen Schuss mehr. Jetzt habe ich keinen Schuss mehr. Fuck. Ah, fuck. Okay, schnell. Schieb das runter. Schnell, 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 schnell. Los. Okay. Und da ist nur noch ein Mensch durchblicke. Das Viech hat gerade Mama gesagt. Das war, okay, das ist im Sarg, ich ihre Mama. Okay. Okay. Und jetzt hat sie sich umgebracht mit dem Kopf ihrer Mama. Und was ist mit dem Barry, ey? Barry? I don't believe that thing's really dead. Leave this place up to me and go on ahead. Okay. Ich find's gerade voll cool, dass Barry durchlebt. Ich dachte, der will mich umbringen oder so. Aber wieso wollte der mich schlagen? Was soll das eigentlich, hä? Wichser. Wisst ihr, das verstehe ich einfach nicht. Im Sarg liegt ein Skelett. Moment, hier ist noch etwas anderes. Ein Familienfoto. Das ist wahrscheinlich die Tochter, ja. Und ich denke mal, die Mutter liegt da drin. Aber was ist mit dem Vater? Es ist ein Brief. Das will ich irgendwie durchlesen. Meine liebe Lisa, jeden Tag verschwindet mein Bewusstsein weiter. Die Spritzen von den Männern in weißen Kitteln machen Mamas Jucken besser. Heute gaben sie mir eine Spritze mit Vitaminen. In Anführungszeichen. Was war Sperma? Wenn sie mir die Spritze geben, kann Mami nicht klar denken. Aber Mami ist traurig, weil Mami es nicht mehr schafft, euch immer in Gedanken zu behalten. Mami hat Angst, Angst alles zu vergessen, besonders die Erinnerung an dich und Papi, wie er aussieht. Was wir zusammen gemacht haben. All das verschwindet allmählich in eine Finsternis in mir. Oh Lisa, ich möchte jetzt sofort dein Gesicht berühren und dich in meinen Arm halten, damit ich unsere wunderbaren Erinnerungen an dich und Papi behalten kann. Lisa, wir können hier nicht bleiben, wir müssen fliehen. Hör mir zu, Lisa, unsere Chance kommt, wenn wir nächstes Mal beide gemeinsam im Labor sind. Wir stellen uns beide bewusstlos und wenn der Mann in Weiß nicht aufpasst, nutzen wir unsere Chance und hauen ihn in den Penis. Wenn wir draußen sind, suchen wir gemeinsam nach Papi. Okay, Kleine. Du musst stark sein, Lisa. 13. November 1967, Jessica Trevor. Alter. Das war die Tochter. Das ist zu so einem ekligen Viech mutiert. Boah. Richtig krank, richtig krank. Was machen die mit den Menschen? Alter. Ich will einfach nur Heilung. Weißt du das? Oh, das ist ein Aufzug. Ich will einfach nur Heilung, bitte. Oder irgendwie Farbbänder zum Speichern wieder. Ich hab einfach nur Schiss, ehrlich. Und wo bin ich hier? What the fuck, bin ich im Freien? Ich bin fast tot. Hallo? Wow. Ist hier irgendwo Heilung, bitte? Bitte? Gar nichts, nix. Einfach nix. Einfach nix. Was ist das für eine Türe? Das ist eine große eiserne Tür. Sie lässt sich nicht öffnen. Dann bin ich am Arsch. Ich weiß, hier ist nix. Einfach nix. Das ist richtig geil. Ja, toll. Was soll denn der Scheiß? Wie soll ich das schaffen? Das ist unmöglich. Ich brauche Heilung. Eine runde Einbuchtung. Ein Symbol in Form eines Wolfes ist eingraviert. Ich denke mal, jetzt brauche ich die Bücher.
Ja, jetzt brauche ich die Bücher, habe keine Heilung mehr, habe keinen Schuss mehr. Ich bin offiziell am Arsch. Super, richtig gut. Barry, jetzt könntest du mir echt mal ein bisschen helfen, ohne Spaß. Wisst ihr, wenn der einfach mal, ich würde ihn einfach ansprechen, echt. Sage, hey Barry, komm mal mit. Ich brauche dich mal ganz kurz. Aber ne, ist schon ein Spiel und es geht einfach nicht. Toll, ich bin am Arsch. Naja, der Part, ich könnte den Part jetzt theoretisch beenden und ich könnte das jetzt einfach so lange versuchen, weil es ist einfach langweilig, wenn ich das jetzt mache. Wisst ihr, was ich meine? Und jedes Mal sterbe oder so. Und ich kann jetzt nicht mehr sprechen, dann müsste ich jedes Mal nochmal von vorne anfangen. Jedes Mal. Ich bin so am Arsch. Ja, Barry. Und der steht jetzt einfach so rum und macht gar nichts. Es ist doch behindert. Ohne Spaß, einfach behindert. Naja. Ich muss jetzt die Schlange kaputt machen. Hab keine andere Wahl. Aber ich brauche Heilung und ich habe einfach nichts mehr. Hätte ich wenigstens Barrys Kanone. Aber ich habe einfach nichts mehr. Außer Pistole. Aber die Pistole ist so schwach, so schwach. Da brauche ich 18 Schuss und was weiß ich wie viel, um so einen scheiß Zombie zu erschießen, weißt du? Richtig geil. Und ja. Frau Jona, bitte helf mir. Ich musste dich nochmal erwähnen, ich erwähne dich ja in jedem Part. Frau Jona, was soll ich jetzt tun? Frau Jona, bitte helf mir. Frau Jona, Frau Jona, Frau Jona, Frau Jona. Ich bin richtig behindert wieder, ey. Aber wisst ihr, meine Freunde, so ist Leben. Und ich weiß einfach nicht, ich weiß nicht, was ich machen soll. Selbst meine Selbstverteidigungswaffe ist leer. Ich habe einfach nichts mehr. Und die Granaten, was bringen mir die Granate? Ich kapiere nicht mal, wie ich die benutze. Ja. Ich hätte Magnum-Munition. Ich hätte wirklich Magnum-Munition. Geil, das ist eigentlich echt geil. Aber ich habe Barrys Waffe nicht. Das ist nicht geil. Hier ist das scheiß Buch. Das nehme ich jetzt mal. So. Ich habe blaues Kraut, aber was bringt mir blaues Kraut? Ich nehme das blaue Kraut auch einfach mal mit, weil das kann ich kombinieren, wenn ich Kraut finde. Aber wo ist Kraut? Das ist die Frage. Jetzt gucken wir mal vielleicht, ja. Sprachen kann ich ja nicht, also ich bin am Arsch. Okay, geil. Vor allem weiß ich einfach nicht mal, wo die scheiß Schlange ist. Ha, okay. Geh mal einfach mal hier rein, vielleicht ist hier irgendwas. Man weiß ja nie. Hallo? Hallo? Da war auch der Zombie drin. Ich hoffe, der ist tot. Glaubt ihr, der ist mutiert? Ich habe irgendwie Schiss. Ah! Fuck! Was? Okay. Wollt ihr mich verarschen? Jetzt kam dieses scheiß Froschviech da rein. Okay, kein Problem. Alles klar. Alles klar. Dann gehen wir mal hier lang. Naja, vielleicht habe ich hier eine Chance, irgendwie irgendwas zu schaffen oder so. Alter, ah, mein Nacken tut irgendwie ein bisschen weh. Aber okay. So, ja, hier ist immer noch die Statue. Ich könnte immer noch hier reingehen, aber da liegt keine Heilung, da liegt bloß ein Dolch. Ja. Ja. Okay, meine Freunde, da war der scheiß Frosch. Da war der scheiß Frosch, aber ich renne einfach schnell weiter. Ah! Fuck! Fuck! Okay, das war jetzt wieder richtig geil. Jetzt bin ich komplett gleich jeden Moment tot. Es ist gerade ein Wunder, dass ich überlebt habe, ohne Spaß. Oh ja, vielleicht ist hier irgendwas, irgendeine Heilung oder sowas. Bitte, das wäre so schön. Das wäre einfach so schön. Hallo? Hier ist einfach gar nichts. Wisst ihr, hier ist einfach gar nichts. Nix, null, nix. Toll. Okay, gehen wir mal weiter auf der Suche nach Heilung. Mal schauen, ob ich noch irgendwann was finde. Wahrscheinlich nicht. Ich glaube, ich habe schon alle Heilung aufgesammelt. Also ich bin eigentlich offiziell am Arsch. Das war's, meine Freunde, mit dem Resident Evil Let's Play. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich hoffe... Until dawn, mit besser! Leck mich, ne? Wo bin ich hier? Wo geht's eigentlich da lang? Das ist die Frage. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh, hier ist auch der Assi, wisst ihr? Das ist doch so scheiße. Es gibt keine Heilung mehr. Das war's. Das war's einfach. Vollkommen. Und hier ist auch der Assi, Frosch, der Hurensohn. Oder? Hallo? Da steht der Frosch. Seht ihr das? Der bewegt sich, der Hurensohn. Oh, Alter! Ich dachte gerade, ich konnte nicht mehr durch. Okay, das wäre mein Untergang gewesen, ohne Spaß. Ja, toll. Toll. So, läuft alles so irgendwie noch Plan. Meine Fresse, ich bin im Arsch. 121, gone. Ich gehe jetzt nochmal zurück. Und... Oder hätte ich oben lang sollen? Ich weiß doch nicht. Leute, ich hab doch einfach keinen Plan. Alter, ich habe überlebt.
Ah. Oh, da spritzt das Blut, Alter. Ja, gut gemacht, du dreckiger Scheißfrosch. Genau. Okay, wisst ihr was, kann ich nochmal von vorne anfangen. Ich glaube, ich bringe Barry jetzt nochmal um. Ich schaffe das auch irgendwie allein. Und dann irgendwie, ich muss es irgendwie so schaffen. Deswegen hoffe ich, dass wir uns im nächsten Part sehen. Gebt mir irgendwie Tipps. Wenn ihr mir Tipps geben könnt, bitte gebt mir eure besten Tipps. Das wäre einfach unglaublich schön von euch. Aber ansonsten bin ich einfach total am Arsch. Also, meine Freunde. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ich habe euch alle lieb. Muhaha. War mal richtig heftig schwul zum Schluss, ey.